Nach dem Besuch ja, in einem Bereich, das was den öffentlichen Dienst auch betrifft, ist mir natürlich als Unternehmer auch klar, dass irgendwo auch die Gehälter mit erwirtschaftet werden müssen für unsere Beamten im Freistaat Bayern. Und deshalb waren wir jetzt bei einem großen Mittelständler in Thalmessing, beim großen Landmaschinenhändler der Firma Maschio mit zurzeit 40 Mitarbeitern. Eine Firma, die auf Wachstums- und Expansionskurs ist. Und wir haben uns da entsprechend über die wirtschaftliche Situation von dieser Firma informiert.